Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Wir schreiben diese Formel etwas anders. Wenn j 1 ist, so ist der erste Term 1 plus 1 geteilt durch 2 hoch 1, so. Dann wird j 2, der zweite Term ist also 2 plus 1 geteilt durch 2 hoch 2, so. Und immer so weiter bis zum letzten Term, wenn j gleich n ist, der Term ist dann n plus 1 geteilt durch 2 hoch n. So. Wir werden diese Formel durch vollständige Induktion beweisen und beweisen sie zuerst für n gleich 1. Wenn n 1 ist, dann haben wir nur den ersten Term dieser Summe und der soll dann gleich sein zu 3 minus 1 plus 3 geteilt durch 2 hoch 1. So. Diese Gleichheit ist gültig, dann und genau dann, wenn 1 genau dasselbe ist wie 3 minus 2, also 1. Natürlich ist 1 gleich 1, also ist die Formel für n gleich 1 okay. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Das heißt, wir schreiben diese Formel ab, indem wir n durch k ersetzen. Das ist unsere Induktionsannahme und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmt für n gleich k plus 1. Wir schreiben also diese Summe bis n gleich k plus 1 so und möchten beweisen, dass diese Summe genau dasselbe ist wie 3 minus k plus 1 plus 3 geteilt durch 2 hoch k plus 1, also so. Und um zu beweisen, dass diese Summe gleich zu dieser Differenz ist, betrachten wir die Summe als Summe von diesen k ersten Termen plus dieser letzte Term. Die Summe von diesen k ersten Termen ist durch die Induktionshypothese gleich zu dieser Differenz. Also diese Summe von da bis da können wir durch diese Differenz ersetzen und hinten dran schreiben wir den letzten Term noch ab, k plus 1 plus 1, das macht k plus 2. Diese drei lassen wir schön stehen, weil wir sie brauchen. Diese beiden Brüche machen wir gleichnamig, indem wir hier unten und oben mit 2 multiplizieren. So erhalten wir diesen Bruch.
Diese 2 wird auf diese Klammer verteilt, dieses Minus wird auf diese Klammer verteilt und somit erhalten wir als Zähler 2k plus 6 minus k minus 2. 2k minus k, das macht k, 6 minus 2, das macht 4 und diese 4 schreiben wir um in die Form 1 plus 3. Und somit haben wir effektiv bewiesen, dass diese Summe gleich zu dieser Differenz ist, was den Beweis für diese Formel abschließt.